Also ich bin bei den Linux-Tagen am Stand von Microsoft und rede mit dem... Herr Kirschmann, grüß Gott, hallo. Okay, welchem Projekt bist du hier? Also wir haben jetzt gerade vorhin einen Hands-on-Workshop gehabt. Wir haben am Vormittag einen Vortrag gehabt zum Thema BAB und Windows und haben das jetzt gerade in einem Hands-on-Workshop den Leuten auch praktisch gezeigt, was wir am Vormittag in der Theorie durchgenommen haben. Okay. Eine Frage habe ich. Was macht man mit Microsoft bei den Linux-Tagen? Was macht Microsoft bei den Linux-Tagen? Gegenfrage. Warum sollte Microsoft nicht auf die Linux-Tage kommen? Weil ich denke, dass Microsoft und Linux Konkurrenten sind. Naja, da muss man jetzt unterscheiden. Also Linux ist ein Betriebssystem. Und Windows auch. Und Windows ist auch ein Betriebssystem, genau. Und in diesem Betriebssystembereich sind wir sicher Mitbewerber. Auf der anderen Seite ist Linux aber auch eine Art Programmierökosystem. Das heißt, es gibt ja Programmierer, die für Linux programmieren, die Programme schreiben. Und auch Microsoft schreibt für Linux zum Beispiel Kernel treiben. Also wir haben, das ist jetzt über ein Jahr her, wir haben letztes Jahr im Juni zum Beispiel Kernel-Treiber für Linux an die Community übergeben, um Virtualisierung zu unterstützen und Linux eben besser virtualisierbar zu machen. Okay, und können Sie uns ein bisschen verraten, was Microsoft in den nächsten Jahren vorhat? In welchem Bereich? Microsoft ist eine sehr große Firma und wir haben natürlich die unterschiedlichsten Anwendungen, die unterschiedlichsten Systeme und in all diesen Bereichen wird relativ viel passieren. Wir haben jetzt gerade mit Office 2010 zum Beispiel eine neue Version unserer Büro-Applikationspakets auf den Markt gebracht. Das ist ja eineinhalb Jahre her, dass wir mit Windows 7 eine neue Version unseres Desktop-Betriebssystems auf den Markt gebracht haben. Es tut sich natürlich sehr viel auch im Servermarkt, Serverbetriebssystem oder eben auch in Kombination mit dem Office-Launch eben auch den SharePoint-Server. Das heißt, wir sind natürlich kontinuierlich bemüht, die Produkte zu verbessern und hier auch eben hier das Feedback der Kunden einzuarbeiten und bessere Funktionalität einzubauen, die Leute produktiver zu machen, ihnen einfach zu ermöglichen, schneller Arbeit zu erledigen. Programmieren Sie auch selber? Ich selber nein, ich bin kein Programmierer. Okay, danke für das Interview. Okay, bitte, gerne.